Ja, Christian, das schönste Geschenk hat ihm der Verein bereits gemacht. Ein neuer Rasen wurde in der Ligapause verlegt. Dazu gibt's das Steirer Duell als Tabellenführer, ein Wiedersehen mit Hartberg, dort, wo er eben das Trainerhandwerk erlernt hat. Für Ilzer ist es ein Geburtstag der speziellen Sorte, der mit Jutta, Schneck und Affengruber 3 neue bringt. Hartberg hat nach den starken Leistungen zuletzt natürlich Lust auf mehr und will zum Party-Crasher werden. Sangaré bekommt den Vorzug gegenüber Kainz. Die Arena ist ausverkauft, die Teams brennen. Also, ab in die Begegnung. Zakaria mit dem Ballverlust. Sangaré spielt den weiten Pass auf Frieser. Vierte Minute. Frieser hat Platz. Hat Zeit, das Zuspiel auf Flank. 1:0. Hartberg führt. Aus dem ersten Angriff heraus. Ausgangspunkt ist der Ballgewinn von Sangaré. Der macht das richtig stark. Und dann spielen die Hartberger das eigentlich perfekt zu Ende. Frieser beweist Übersicht. Christoph Lang, sein dritter Saisontreffer, ausgerechnet der Leihspieler von Sturm Graz, sorgt hier für die Führung. Der Jubel ist dementsprechend verhalten. Ein idealer Start also für die Gäste. Die Anfangsphase hat es wirklich in sich. Es geht ständig hin und her. Kitashvili, der Abschluss aus 15 Metern. Siebente Minute, Sturm erstmals gefährlich durch den Teamspieler aus Georgien. Es ist ein abwechslungsreiches Spiel, ein temporeiches Spiel. Sturm macht erhöht den Druck. Lavallee, Kitashvili, Jutta, das 1:1. 13. Minute. Die Grazer liefern die passende Antwort. Das ist keine gute Verteidigungsarbeit von Hartberg. Diakite fälscht den Ball noch unhaltbar ab für Sallinger. Sidi Jutta, der Norweger, erzielt sein erstes Saisontor. Danach lässt die Intensität etwas nach. Die Offensivaktionen werden weniger bis zur 42. Minute. Jutta mit der Ferse, Diakite mit dem großen Fehler. Brass, 2:1. Sturm dreht das Spiel. Die Führung unmittelbar vor der Pause. Ja, das Tor gehört Diakite. Der serviert Brass unabsichtlich den Ball. Der ÖFB-Teamspieler fühlt sich im offensiven Mittelfeld deutlich wohler und hat keine Mühe. Alexander Brass trifft zum zweiten Mal in dieser Saison. 2:1 ist auch der Pausenstand. Hartberg wechselt, Providence kommt für Afdiay. Sturm Graz erst nach einer Viertelstunde in dieser zweiten Hälfte mit Drang nach vorne. Zakaria, Brass, Kitashvili, eine Top-Chance für den Spitzenreiter. Eine herrliche Kombination, gut pariert von Sallinger im Tor der Hartberger. Man spürt in dieser Phase, Sturm will die Vorentscheidung. Wieder Zakaria, der zieht ab aus der zweiten Reihe. Raphael Sallinger bekommt wieder mehr zu tun. Das alles in der 62. Minute. Die Hartberger sind nicht mehr so griffig, haben wenig entgegenzusetzen. Alexander Brass bedient Zakaria. Der hat die Chance aufs 3:1 und er scheitert an der Stange. 69. Minute. Die nächste tolle Möglichkeit für die Grazer. Technisch hervorragend von Manfred Zakaria. Der Haken. Nur beim Abschluss hat er dann einfach Pech. Also langsam müsste etwas kommen bei der Mannschaft von Markus Schopp. Wir springen bereits in die Schlussphase. Noch einmal die Hartberger. Dominik Bockhoff ist ganz alleine und probiert mit dem Weitschuss. Zu harmlos für Tormann Skerpen. Sturm gewinnt das Steirer-Duell. Verdient 2:1. Bleibt weiterhin ungeschlagen in dieser Saison und stoppt den Hartberger Erfolgslauf. Jetzt gibt es Interviews von Hannes Kagel. Ja, wir sind unseren Weg gegangen, haben ja fantastisch
fantastische erste Halbzeit gespielt. Eine kleine Phase der Inaktivität in der zweiten Halbzeit, sieht man sofort, wie Hartberg dann aufkommt. Aber insgesamt dann immer alles kontrolliert und auch zum Schluss hinaus auch wieder die Torchancen gehabt, um ja, das Spiel früher dann auch zu entscheiden. Ich glaube, dass wir es richtig gut gemacht haben. Und haben eben dann auch diese Ballgewinne gehabt, die wir uns erhofft haben, die wir gewusst haben, die werden wir kriegen, wenn wir richtig gut im Pressing sind. Und ja, so haben wir das heute dann auch geschafft. Nicht vergessen, wir haben gegen Tabellenführer gespielt, der zu Recht dort umsteht. Und ja, noch einmal, ich finde, da waren schon sehr viele Dinge dabei, die uns noch einmal wachsen lassen und noch einmal besser werden lassen. Ich glaube, es ist super, so ein Spiel zu starten. Aber nach dem Tor ist mir vorgekommen, hat Sturm noch mehr gepresst und damit sind wir nicht wirklich gut zurechtgekommen. Aber ich finde, wir haben heute trotzdem ganz ordentlich mitgespielt, aber es gibt einige Punkte, die wir verbessern müssen noch. Zu seinem 46. Geburtstag gibt es also einen Sieg. Der soll auch am Donnerstag her in der Europa League. Dann ist hier Atalanta Bergamo zu Gast.